Hallo, wenn ihr jetzt auch zauberbegeistert seid, dann habe ich was für euch. Ja, und da ich jetzt nicht zu euch kommen kann und ihr nicht zu mir kommen könnt, ein Zaubertheater für Kinder nach München, zaubere ich jetzt mal von meinem Wohnzimmer aus. Das hat ja für euch den Vorteil, dass ihr jetzt alle in der ersten Reihe sitzt. Ja, und ich bin Lothar Vogt. Und einige Kinder kennen mich wahrscheinlich. Für die Kinder bin ich immer der Kinderzauberer Beruza. Ja, und wisst ihr eigentlich, dass man mit nichts zaubern kann? Nein? Ich zeige euch das. Also einfach mit der Hand in die Luft greifen, da habe ich jetzt schon nichts. Ne? Nur ein Loch, ein Nichts. So. Und das lege ich jetzt mal kurz hier ab, da an der Stelle. So. Damit ihr auch noch etwas sehen könnt, außerdem nichts, das kann man ja nicht sehen, noch ein Taschentuch. Und wenn ihr jetzt hier wäret, dann könntet ihr das auch mal in die Hand nehmen, euch anschauen, dass es ein ganz normales Taschentuch ist. Okay? Das brauchen wir vielleicht gleich noch. Aber zunächst einmal hier das Nichts. So, und jetzt schaut mal hier, aus diesem Nichts kann man jetzt was herauszaubern. Schaut mal. Seht ihr schon was? Das scheint doch ein Tuch zu sein. Ein rotes Tuch aus dem Nichts. Aus dem Nichts ein Tuch. So. Jetzt wisst ihr also, wie man mit dem Nichts zaubern kann. Ich lege es nochmal jetzt hier ab. So. Und dann schaut man zu dem Tuch. Hier in der Mitte, da kreuzen sich ja diese Hauptfalten. Und da werfe ich jetzt mal das Nichts hin. Und könnt ihr sehen, in der Mitte von diesem weißen Tuch ist jetzt ein Loch. Das ist ja das Nichts. Ja? Könnt ihr nicht sehen? Rückseite besser? Auch nicht? Ja, bei der Zauberei braucht man schon ein bisschen Fantasie. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, da ist ein Nichts, da ist jetzt ein Loch. Und wenn da wirklich ein Loch in der Mitte ist, dann kann man doch dieses rote Tuch jetzt hier in dieses Loch hineinstecken und durch das weiße Tuch ziehen, oder? Dann mache ich nur 1, 2, 3 und schaut mal her. Oh, das hat nicht geklappt. Wisst ihr warum? Ich habe vergessen zu pusten. Also, das Ganze nochmal. Hier das Loch. Und dann muss ich, wenn ich das Tuch reinstecke, muss ich doch einmal pusten. Und ihr habt gesehen. Und dann 1, 2, 3. Und wenn da wirklich ein Loch ist in dem Tuch, dann müsste ich doch jetzt hier das rote Tuch von unten durch das Loch durchziehen können in meine Hand. Und jetzt müsste man hier eigentlich nur noch das Loch sehen. Ne? So. Und ihr wisst, ist ja klar, dass das Tuch ist jetzt ja in meiner Hand. Ne? Ja, das können wir nochmal machen für denjenigen, denen es zu schnell ging. Also, ihr wisst, hier ist das Tuch mit dem Loch. Und jetzt geht's los. In dieses Loch kommt also dieses Tuch rein. Und vielleicht könnt ihr mal alle mithelfen, dass ihr jetzt alle mal pustet. Also jetzt aufgepasst. 1, 2, 3 und pustet. Gut. Also wenn ihr jetzt alle gut gepustet habt, dann müsste es ja wieder funktionieren. 1, 2, 3. Ich puste auch nochmal. Und schaut, da ist nur noch das Loch. Und hier in der anderen Hand ist nichts. Moment, Moment, Moment. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Also, hier ist nichts und da ist nichts. Also irgendwo muss ja das Tuch geblieben sein. Habt ihr eine Ahnung, wo? Ganz clevere wissen jetzt ganz genau, natürlich im Ärmel. Ganz genau richtig, im Ärmel.
Jetzt habt ihr ein wichtiges Trickgeheimnis dann schon erfahren, wenn ihr das nicht gewusst habt. Und jetzt, wenn ihr also mal im Fernsehen oder auf offener Bühne einen noch größeren Zauberer seht als mich, also der größer ist als 1,80 Meter, und der lässt dann auf offener Bühne einen Elefanten verschwinden, braucht euch gar nicht mehr zu beeindrucken, denn ihr wisst ja, es verschwindet immer alles im Ärmel. Genauso wie bei mir. An dem roten Tuch ist ein dünner Faden dran, der geht dann durch das Loch im weißen Tuch, hier an meinem Arm entlang in meinen Ärmel. Und da drin sitzt dann das Tuch. Ne? Also ihr könnt ja mal, könnt ihr vielleicht gar nicht sehen, ist ganz dünn der Faden, ganz dünn. Aber wenn ich jetzt das Tuch wieder erscheinen lassen möchte, dann darf ich das natürlich jetzt nicht so zeigen. Da würdet ihr sehen, wie das Tuch aus dem Ärmel rauskommt und so weiter. Deswegen muss ich meine Hand so umdrehen, damit ihr das nicht sehen könnt. Und dann 1, 2, 3 und dann, och, ist das nicht schön, schaut mal, ist unser Tuch wieder erschienen? Ist das nicht gut? Ja, also, jetzt nehme ich nochmal das Loch hier weg. Und ihr seht hier, hier ist wieder das Nichts. Ja? Und ich brauche natürlich dieses weiße Tuch überhaupt nicht, um euch zeigen zu können, wie man zaubert. Denn schaut mal her, wenn ich jetzt also hier das Nichts habe und hier das rote Tuch, dann kann ich natürlich dieses rote Tuch hier hineinstecken in das Nichts. Das ist ja das Nichts, das rote Tuch. Und wenn man dann hier drüben nachschaut, dann kommt das Tuch wieder raus. Das ist toll, ne? Also ihr müsst euch das vorstellen, ich stecke hier oben das Tuch in das Nichts und hier unten, da kommt das wieder raus. Was sagt ihr, das ist nichts Besonderes? Doch, doch. Ihr müsst euch vorstellen, hier oben, das ziehe ich jetzt durch, hier oben stecke ich das rote Tuch rein, durch das Nichts und hier unten kommt das dann, das ist doch richtige Zauberei. Also wenn man hier oben das reinsteckt, dann kommt hier das, oh, was ist das denn? Hoppla, jetzt bin ich, glaube ich, in einem ganz anderen Kunststück gelandet. Also hier oben rein und da unten. Sagt sie mal, was ist das denn? Also hier oben, dann kommt. Das gibt es ja nicht. Hier oben rein und unten. Schaut sie mal. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja. Aber ihr seht ja schon, hier oben das rote Tuch rein, hier unten kommt es raus, ja, also so, immer weiter kommt es raus und dann haben wir eine Tücherkette. Ja, und was meint ihr, ich sollte jetzt mal hier aufmachen? Ja, das mache ich doch. Nichts. Nur ein Nichts, das wieder in der Luft ist. Ja, ich muss natürlich auch schauen, ob ihr genau aufpasst beim Zauberer. Und dafür habe ich einen Test. Schaut mal her. So zwei Scheiben. Die Erwachsenen sagen dazu Jetons oder Chips. Eins ist jedenfalls klar. Der eine ist rot und ausgefüllt und der andere, der ist grün und hat in der Mitte ein Loch. Ja, das Loch ist jetzt wichtig zur Unterscheidung, weil es gibt ja Menschen, die sind farbenblind und für diejenigen, die also rot und grün nicht unterscheiden können, das Loch hier. Also einer mit Loch, der ist grün und der ohne Loch, der ist rot. So. Und jetzt dürft ihr natürlich, wenn ihr jetzt hier wäret, auch diese Chips euch genau mal anschauen. Also, ich halte jetzt mal hier in die Kamera. Wenn ihr jetzt hier wäret, dürft ein Kind das auch in die Hand nehmen und sich anschauen. Also ganz normal ein roter Chip und der andere, der ist halt grün mit Loch. Dürft ihr euch auch anschauen. In Ordnung? So, und jetzt geht's los. Also schaut genau zu.
Ein roter Chip, sage ich dazu, und ein grüner Chip. Und wenn ich jetzt hier den roten in der Hand lasse und den grünen in meine Tasche stecke, also der grüne kommt in meine Tasche, dann frage ich euch, welche Farbe hier ist in meiner Faust? In dieser Faust. Was meint ihr? Hier in der. Nein, es geht um die. Nein, da ist wirklich nichts. Also, welche Farbe ist jetzt hier? Habt ihr aufgepasst? Was sagt ihr? Rot. Nicht schlecht, aber schaut mal her. Rot und grün. Ihr müsst also genau aufpassen. Ich mache es also nochmal. Also ich nehme jetzt einen Chip hier heraus, den roten, und stecke ihn in meine Tasche. So, und jetzt nochmal die Frage, welche Farbe ist in der Faust? Was sagt ihr? Alle beide sind in der... Kinder, nein, nein, nein. Also welche Farbe ist hier drin? Grün. Rot. Grün und rot. Was? Beide Farben in der Faust? Na, Kinder, wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr doch, wenn ich einen grünen Chip in meine Tasche stecke und einen roten Chip in meine Tasche stecke, dann kann doch weder hier was sein, noch dort. Nichts mehr. Alles klar? Also ihr seht schon, beim Zauber muss man gut aufpassen. Und jetzt weiß ich ja nicht, vielleicht könnt ihr auch mal ein Kunststück, doch könnt ihr eigentlich schon. Als Voraussetzung ist, dass ihr also so einen Schein habt. Ja? Kennt ihr? Gut. Das ist also wichtig, wenn ihr also einen solchen Schein habt, der ist ja in den Farben so rotbraun gehalten, ja, dann könnt ihr mal versuchen, ob ihr auch die Farbe so verändern könnt. Also jetzt so von rotbraun zu grün zum Beispiel. Ne? Zu grün, das wäre doch eine tolle Sache. Ne? Also wenn ihr dann das geschafft habt mit diesem Schein von rotbraun auf grün, dann könnt ihr euch vielleicht von diesem grünen Schein vielleicht einen Zauberkasten kaufen. Dann könnt ihr auch selber zaubern, wenn ihr noch keinen Zauberkasten habt. Okay? Ah, ja, die Zauberei. So, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr nochmal mitzaubern. Dazu müsst ihr aber mal in euer Kinderzimmer gehen oder zu eurem Spieleschrank und ein Kartenspiel rausholen. Moment, es könnte also so ein Kartenspiel sein hier. Das könnte ein Schafkopfspiel sein. Das könnte Elva raus sein. Ganz egal, welches Kartenspiel. Toll wäre es natürlich, wenn ihr ein UNO-Spiel hättet. Mit dem könnte ich euch das jetzt mal zeigen. Aber egal, welche Karten ihr benutzt, ist egal. Übrigens, das Kartenspiel, das stammt noch von meinen Kindern. Die sind inzwischen schon ganz schön alt und haben selber Kinder. Aber das Kartenspiel ist noch da. Also wenn ihr auch UNO-Karten habt, dann wäre es vielleicht ganz praktisch, dass wir die identischen Karten benutzen. Ich habe sie hier schon mal ausgelegt. Und zwar sind das die 4 Farbwunschkarten und die 4 plus 4 Karten. Ja? Aber auch wenn ihr ein anderes Kartenspiel habt, ist es einfach nur wichtig, dass ihr 4 rote Karten habt, 4 schwarze Karten oder 4 grüne und 4 gelbe. Spielt gar keine Rolle. Nur die müssen halt so ziemlich gleich von der Farbe aussehen. Ja? Gut. Und jetzt bekommt ihr die Karten, die ihr haben wollt. Ihr könnt die wählen oder die, mir ist es egal. Aber nun werden viele Kinder unterschiedlicher Meinung sein. Und deswegen sage ich einfach mal, fangt ihr doch mal mit diesen 4 Karten an und ich mit den plus 4 Karten. Und dann nehmt ihr die Karten auch nochmal und zählt sie so vor. 1, 2, 3, 4 Karten. Und jetzt drehen wir die Karten mit dem Gesicht nach unten. Und wichtig ist, dass die Karten immer so schön zusammenbleiben in der Hand, dass sie nicht auseinanderrutschen.
Und was wir jetzt zusammen machen, ist eigentlich sehr, sehr einfach. Schaut mal zu. Nehmt also genauso wie ich die unterste Karte hier heraus, dreht sie unten um. Lasst sie wieder nach unten gehen. Dann nehmt ihr die oberste Karte und legt sie einfach so nach unten. Jetzt dreht ihr das Kartenspiel hier um, das kleine Kartenspiel mit den vier Karten. Und jetzt wird die oberste Karte oben umgedreht und wieder die unterste Karte unten umgedreht. Und jetzt schaut mal, ob ihr das gleiche herausbekommen habt wie ich. Bei mir liegen die Karten wie... Oh! Bei euch schaut eine Karte mit dem Gesicht nach oben. Dreht sie mal wieder zurück. Wir machen es nochmal. Passt genau auf. Also, unterste Karte nehmen, umdrehen und unten lassen. Dann die oberste Karte einfach nehmen und nach unten geben. Jetzt das Ganze wieder in der Hand umdrehen und schön zusammenlassen die Karten. Jetzt die oberste Karte oben umdrehen. Und jetzt nichts anderes als vorher, die unterste Karte unten umdrehen. So. Und jetzt schaut wieder nach. Hoppla, hoppla, hoppla. Also da sieht ja wieder anders aus. Aber was haben wir denn gemacht? Wir haben doch einfach immer nur gemeinsam die oberste Karte umgedreht. Oder wenn wir sie nicht umgedreht haben, haben wir die Karte nach unten gegeben, oder? Jetzt gebt mir mal eure Karten, wenn ihr vielleicht glaubt, das hätte an meinen Karten hier gelegen. Ich bekomme jetzt von euch diese vier Karten. Und ihr bekommt jetzt von mir diese plus vier Karten. Also die erste bekommt ihr, die zweite bekommt ihr, die dritte bekommt ihr und die vierte bekommt ihr. Und erinnert euch mal, was wir gemacht haben. Wir haben immer nur eine Karte umgedreht. Und wenn wir sie nicht umgedreht haben, dann haben wir sie doch nach unten gelegt, oder? Und jetzt habe ich hier eure vier Farbenkarten. 1, 2, 3, 4 und ihr habt die 4 plus 4 Karten. Richtig? Gut, dann geht es wieder los. Mit dem Gesicht nach unten die Karten und dann die unterste Karte herausziehen, umdrehen und unten lassen. Die oberste Karte einfach nach unten geben und jetzt die 4 Karten umdrehen und immer schön zusammenlassen. Und jetzt die oberste Karte oben umdrehen und die unterste Karte unten umdrehen. Okay? Und dann schauen wir wieder nach. Oh, 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 bei euch wieder eine Karte mit dem Gesicht nach oben. Okay, legt mal eure Karten weg. Und jetzt macht ihr hier alles bei mir alleine. Also wenn ihr jetzt hier wäret, dann würde jetzt einer eurer Finger kommen und die unterste Karte hier herausziehen, die unterste. Und umdrehen und wieder nach unten legen. Das macht jetzt ihr alles. Jetzt nehmt ihr die oberste Karte weg und gebt sie einfach nach unten. Das macht ihr. Jetzt nehmt ihr die Karten hier raus, dreht sie bei mir in der Hand um. Jetzt nehmt ihr die oberste Karte und dreht sie hier oben um. Und jetzt nehmt ihr hier unten die unterste Karte raus und dreht sie hier unten um. Jetzt habt ihr alles selbst gemacht. Und, ach so, ich habe vergessen, euch zu sagen, damit das funktioniert, müsst ihr einmal so magisch draufpusten. Ich mache das mal jetzt für euch. Oder könnt ihr am Fernseher auch mal. So, und jetzt, schaut her, haben wir alles wieder, wie es sein soll. Jetzt habt ihr es doch geschafft. Super. Wenn das jetzt bei euch mit dem Geldschein da, der Farbwechsel von rotbraun nach grün geklappt hat, und ihr euch vielleicht einen Zauberkasten gekauft habt, dann könnte ja sein, dass in diesem Zauberkasten sich auch noch so eine kleine Zauberkiste befindet. Hier. Vielleicht kennt ihr auch einige von euch. Und dann wäre es mal wieder Zeit, sie herauszuholen und damit anderen Kindern oder Erwachsenen eine Freude zu machen, um zu zeigen, wie ihr zaubern könnt. Denn schaut mal her, da ist natürlich noch gar nichts drin. Aber man kann die Kiste ja füllen mit Zauberluft. Und jetzt lasst mal eure Freunde oder
Onkel, Tante, Eltern, vielleicht von Ferne nur mal hineinpusten. So, okay, nicht mehr, sonst läuft's über. So, und jetzt seht ihr, da drin ist die Zauberluft. Und dann wird der Kasten zugemacht. Und jetzt natürlich hat man vielleicht nur einen Zauberstab. Natürlich habe ich auch einen. Natürlich habe ich einen Zauberstab dabei. Ich habe auch einen Zauberhut natürlich, sonst würde die Zauberei gar nicht klappen. Aber dann nehmt einfach mal den Zauberstab und macht eine magische Bewegung. Ja, und dann schaut man nach, was passiert ist. Die Leute werden staunen, die Kinder werden staunen, die Erwachsenen werden staunen. Hoppla, voll mit Goodies, mit Bonbons. Und so könnt ihr zaubern mit eurer Zauberkiste. Ne? Ja, die Eltern dürfen sie auch mal aufmachen. Da ist nichts drin, nichts verborgen. Das ist die Zauberkiste, die vielleicht in eurem Zauberkasten auch drin ist. Probiert's mal. Oder schaut mal im Zaubergeschäft, vielleicht könnt ihr so eine Zauberkiste auch kaufen. So, jetzt habt ihr wieder mal gezaubert. Die spinnen die Römer. Diesen Spruch von Obelix kennt ihr ganz bestimmt, wenn ihr Asterix-Fans seid. Ich sag ja immer, die spinnen die Schotten. Warum ich das sage? Ich erkläre es euch. Ihr könnt jetzt mal kurz die Pause-Taste drücken und durch einen Würfel besorgen. So, und wenn ihr jetzt einen Würfel in der Hand habt, dann seht ihr, auf der einen Seite ist die 1 und auf der Gegenseite ist die 6. Dann haben wir irgendwo noch die 2 und auf der drüberen Seite die 5 und dann fehlt noch irgendwo die 3 und auf der Gegenseite ist dann die 4. Die Schotten, sparsam wie sie sind, haben gesagt, wir sparen etwas ein, uns ist das zu kompliziert. Und die Schotten gelten als Erfinder des flachen Würfels. Komisch, ne? Aber ich zeig's euch. Schaut mal hier. Das ist dieser flache Würfel. Ne? Und das ist hier die 1. Und ihr wisst ja, auf der anderen Seite beim Würfel von der 1 ist die 6 bei den Schotten auch. Ja? Jetzt haben die Schotten sich aber gesagt, mit der 1 und der 6 kann man noch kein gescheites Würfelspiel gestalten. Deswegen haben wir noch auf der einen Seite die 3 dazu genommen und auf der anderen Seite die 4. Wie kann das jetzt aber sein? Ich sag dir, die spinnen die Schotten, denn schaut mal, da wo wir die 1 gesehen haben, ist in Wirklichkeit ja noch ein zweiter Punkt, den die Schotten da einfach abgedeckt haben. Und noch schlimmer bei der 6, wir zählen 6 Würfelpunkte und sparsam wie die Schotten sind, haben die etwas abgedeckt, was gar nicht vorhanden ist. Hm? Genauso bei der 3, wir sehen die 3, aber da ist ja gar nichts. Und als wir 4 Punkte gesehen haben, da sind ja in Wirklichkeit 5 Punkte. Wenn man dieses Spiel also nun fair spielen würde, dann müsste auf der einen Seite wirklich eine 1 zu sehen sein, oder? Das wäre dann fair. Ja, wenn das aber so ist, dann müsste auf der anderen Seite, dann müsste da ja wirklich ganz fair, also wirklich fair. Schaut mal her, dann müsste da wirklich, schaut genau, da müssen da 6 Punkte zu sehen sein. Also wirklich 6 Punkte. Und das sind wirklich 6 Punkte. Auf der anderen Seite müssten dann wirklich 3 Punkte zu sehen sein. Und das sind doch 3 Punkte. Und auf der Gegenseite müssten dann wirklich 4 Punkte zu sehen sein. Das wäre dann fair. Okay? Aber jetzt wissen wir ja, es gibt dann noch 2 weitere Würfelzahlen auf so einem Würfel. Und habt ihr mitgedacht, welche sind das? Genau. Also, es ist die 2 und auf der anderen Seite ist dann noch die 5. Genau richtig. So, jetzt haben wir alle Würfelzahlen und jetzt können wir ein Würfelspiel spielen. Jetzt stellt euch nochmal vor, ihr würfelt die 2. Ja? Okay. Damit habt ihr natürlich keine große Gewinnchance, weil nur wenn der andere eine 1 würfelt, hättet ihr gewonnen, ansonsten hättet ihr verloren. Aber ihr könntet ja auch vielleicht eine 6 würfeln. Und wenn ihr die 6 würfelt, dann glaubt ihr vielleicht, oh, jetzt habe ich gewonnen, alle anderen Zahlen sind ja niedriger. Spielt dieses Spiel nie mit einem Schotten. Ich sag dir, die spinnen die Schotten. Denn wenn ihr die 6 würfelt, dann könnte es passieren, dass die Schotten vielleicht euch zeigen, dass sie eine 7 gewürfelt haben.
Ja? Also, ich sagte ja, die spinnen ja die Schotten und ich glaube, dieser flache Würfel, ich glaube, der ist blanker Blödsinn, blanker Unsinn, oder? Ja, das war der flache Würfel der Schotten. Ja, Kinder, ich zauber nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und vor ein paar Monaten ist es wohl gewesen, da hatte ich eine Zauberveranstaltung für Erwachsene und da waren viele Leute dabei und dann während der Veranstaltung kam dann plötzlich ein Mann zu mir auf die Bühne während der Veranstaltung. Ich zeige euch mal, was da so passiert ist. Also der hatte hier so ein Ding in der Hand hier und gab es mir. Ich sagte, Entschuldigung, was möchten Sie, was wollen Sie? Wir wollen doch hier, sagt er, ja, wissen Sie, ich glaube, Sie können ganz gut zaubern. Ich habe Sie schon einige Male gesehen, es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich Ihnen das hier mitgebracht. Ich sage, ja, was ist das? Sagt er, ja, das sehen Sie ja. Es ist einfach ein Stück Holz mit einem Loch und einer Kette und einem Ring dran. Sage ich, ja, aber was machen wir jetzt damit? Sagt er, ja. Versuchen Sie doch einfach mal, diesen goldenen Ring über das goldene Ende darüber zu bringen. Sag ich, ja, das können wir machen, aber dann gehen Sie wieder auf Ihren Platz, okay? Dann sah ich, oh, die Kette ist ja zu kurz. Da lächelte er und sagte, Sie sind doch Zauberer. Jetzt zeigen Sie doch mal, was Sie so können. Wie würden Sie das denn machen? Jetzt überlegt mal mit. Also mein erster Gedanke war ja, ich mache hier dieses goldene Band ab, setze es hier oben drüber und dann kann ich es doch rübergeben, oder? Sagt er, nee, nee, das dürfen Sie nicht machen, das muss schon so bleiben, wie es ist. Dann kam mir die zweite Idee, ich knipse die Kette hier durch, nehme den Ring raus, dann kann ich den Ring hier, sagt er, dann ist es kaputt. Sagt er, da fällt mir jetzt eigentlich nur noch ein, ich säge hier den Stab ab, dann kann ich ja auch über das, sagt er, das ist ja kaputt, das geht einfach nicht. Ja, dann fiel mir nicht mehr viel ein, ach doch, eine Idee hatte ich noch. Wenn ich das Holz jetzt hier in heißes Wasser lege, ganz lange, dann kann man ja Holz so ein bisschen biegen. Und dann könnte es sein, dass dann der Ring dann da drüben sagt, er, nee, dann ist es, das darf nicht sein. Hättet ihr jetzt noch eine Idee, wie man also diesen Ring da oben rüberbringen kann? Nein? Also ich habe mir dann Folgendes überlegt. Also ich habe dann einfach mal gesagt, dann legen wir einfach mal das Loch von da so etwa in die Mitte. Ja? Das ist doch schon mal ganz gut, oder? Dann kann man also hier, machen wir jetzt die Kette mit dem Loch und so weiter. Und dann kann man doch ganz locker den Ring drüber. Da blieb bei dem Mann der Mund offen, vielleicht bei euch auch, ne? So einfach ist es doch, wenn man Zauberer ist, kann man so ein Problem ganz schnell lösen. Ja, und dann sagte ich natürlich, okay, jetzt haben Sie mich da ein bisschen unterbrochen bei meiner Zauberei. Jetzt nehmen Sie Ihren Stab dann wieder und setzen Sie auf Ihren Platz. Und da sagt er, nee, das haben Sie ja so toll gemacht. Da schenke ich Ihnen jetzt diesen Stab mit dem Ring. Und seitdem führe ich das immer wieder mal vor, den Leuten zu zeigen, wie man so zaubern kann. Ja, auch eine Möglichkeit, Leute zufriedenzustellen, oder? Ja, Kinder, es gibt ja Menschen, die sehen immer alles nur in Schwarz. Immer nur in Schwarz, immer nur negativ, immer nur schlimm. Schaut mal her. Und ich denke, wir sollten nicht zu diesen Menschen gehören, die da immer alles so schwarz sehen. Ja? Also vielleicht könnt ihr auch da das mitmachen, im Endeffekt, dass man einfach hier das Schwarz ein bisschen auffällt. Stecken wir es einfach mal hier hinein. So. Nur noch halb schwarz. Und dann pust mal gegen. Eins, zwei, drei. Schaut mal her. Dann sieht die Welt doch schon wieder ein bisschen heller aus, oder? Ja? So. Schaut genau zu. Nur noch ein bisschen schwarz. Und schon wieder ganz fröhlich schaut die Welt aus. Und ja, Kinder, jetzt haben wir die Welt schön gemacht. Was sagt ihr? Ich soll die Hand aufmachen. Ja, habe ich doch offen. Die andere Hand. Die hier. Warum? Was? Na, die. Oh, ja, ich mache sie auf. Oh, Entschuldigung.
Jetzt habe ich gerade einen Krampf. Jetzt geht das nicht auf. Was sagt... Doch? Okay. Habe die Welt ein bisschen heller gemacht, oder? Ja, Kinder, ihr ahnt es schon. Irgendwann mal geht auch die Zauberer im Wohnzimmer dem Ende entgegen. Was höre ich da? Oh, schade. Und? Ich soll mal ein Kunststück erklären. Kinder, ihr wisst doch, ein Zauberer verrät niemals seine Geheimnisse. Und das wisst ihr besonders auch dann, wenn er selber einen Zauberkasten hat, oder? Aber okay. Ein Kunststück verrate ich mal. Aber nicht eines von meinen eigenen Kunststücken, sondern ich bin da mal ganz gehässig. Ich verrate mal ein Kunststück eines anderen Zaubers. Aber ihr dürft mir nicht verraten, denn ich verrate euch auch das Kunststück. Okay? Große oder kleine Karten, das ist ganz egal. Und ihr seht hier, eine Karte trägt einen Punkt, in diesem Fall einen grünen Punkt. Und auf diese Karte kommt es an. Ich zeige euch das Kunststück erstmal und dann sagt ihr, ob es euch gefällt. Dann erkläre ich es euch. Wenn nicht, erkläre ich es euch nicht. Ist in Ordnung? Okay. Also auf diese Karte mit dem grünen Punkt muss man achten. Diese Karte kommt also hier zwischen die anderen beiden Karten. Und dann sagt man nochmal, aufpassen auf diese Karte. Jetzt wollt ihr mal wissen, wie die Karten auch von der anderen Seite aussehen. Ich zeige es euch. Ihr seht ja, außen jeweils eine schwarze 9, in der Mitte die rote 2 mit dem grünen Punkt. Und auf die Karte muss man Acht geben. Und der andere Zauberer, der das vorführt, der macht gar nicht viel. Er nimmt bloß die Karte hier raus mit dem grünen Punkt und fragt dann, was halte ich in der linken Hand? Und die linke Hand ist die Hand, die hier diese zwei Karten in der Hand behält. Und was sagt ihr? Gut aufgepasst. Jawohl, es sind die beiden Karten mit der schwarzen 9. Und dann fragt er nochmal, und was halte ich in der anderen Hand? Die Karte hier mit dem grünen Punkt. Ihr wisst es? Die Herz 2. Sehr gut. Aber ihr müsst zugeben, das wäre dann keine Zauberei. Und deswegen zeigt der Zauberer, dass diese Karte mit dem grünen Punkt jetzt ein König ist. Und, gefällt's euch? Soll ich es euch erklären? Okay, wer es nicht sehen will, macht einfach jetzt aus. Den anderen erkläre ich es. Also wichtig ist die Karte hier mit dem grünen Punkt. Und die anderen Karten, die sind überhaupt nicht wichtig. Und ihr wisst ja, die Karte mit dem grünen Punkt, die muss also zwischen die anderen beiden Karten gesteckt werden. Also diese hier dazwischen. So. Und jetzt haben wir wieder die Ausgangssituation. Also die Karte mit dem grünen Punkt ist in der Mitte. Jetzt kommt die Erklärung. Also die Karte hier, die 9, das ist eigentlich keine besondere Karte. Besonders ist die andere 9, die hier, schaut mal, die hat so eine halbe Karte, die halbe rote 2 aufgeklebt und da kann man eine andere Karte hinter verstecken. Das ist das Trickgeheimnis, ja? Also, und hinter diese Trickkarte kommt jetzt praktisch unser König. Ja? Und dann kommt die andere Karte davor und dann geht's los, das Spiel. Man zeigt die Karten und sagt auf die Karte mit dem grünen Punkt achten. Und wenn man es nochmal sehen will, zeigt man es auch nochmal. Ihr wisst ja, was man natürlich nicht machen darf. Man darf hier das nicht zu weit aufmachen, sonst sieht man ja da die Karte mit dem König. Ne? Also das darf man nicht machen. Also deswegen ganz eng halten, so, und dann sagen hier, achtet auf diese Karte mit dem grünen Punkt, die rote 2, und dann, wisst ihr, geht es wieder von vorne los. Man nimmt die Karte hier heraus, ja, und fragt dann wieder, was halte ich in der linken Hand? Das ist die Hand mit den beiden Karten. Und was sagt ihr? Die beiden Karten mit der 9, mit der schwarzen 9. So zeigt man das. Man darf es natürlich nicht so zeigen, ne? Ist ja klar, so zeigt man das. So, das ist der Trick. Und dann fragt man natürlich, und was halte ich in der anderen Hand? Die Karte mit dem grünen Punkt. Und jetzt diejenigen, die das Geheimnis nicht kennen, was sagen die natürlich?
die rote 2. Aber ihr wisst jetzt Bescheid. Was halte ich wirklich in der Hand hier mit der Karte mit dem grünen Punkt? Den schwarzen König. Genau. Aber seht mal, also ich glaube, ich bin noch ein bisschen besser als der andere König. Nicht besser als der andere König, sondern ich bin besser als der andere Zauberer. Ich mache einfach nur Schnipp, dann hat sich der König verwandelt in einen Joker. Ja, Kinder, das war die Zauberei aus dem Wohnzimmer. Und ich würde mich freuen, wenn ich recht bald mal wieder bei euch sein könnte, im Kindergarten, im Hort oder in der Schule. Oder wenn ihr mich mal besucht, im Zaubertheater für Kinder in München. Wenn ihr noch mehr Zauberei sehen wollt, dann schaut doch mal hier. Da geht mal auf diese Internetseite. Da könnt ihr noch mehr Zauberei finden, Videos von der Zauberei. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Exklusivkunststücke. Und da findet ihr noch weitere Videos von mir. Und wenn ihr ins Theater kommen wollt, hier. Zaubertheater für Kinder. Und das hier, das ist die Adresse. Alles klar. Tschüss dann. Servus.